Okay. Dominik, sag du mal was. Ja, ich sag jetzt was. Und jetzt du, Thomas? Ich sage auch etwas. Ja, völlig in Ordnung. Okay. Jetzt sagt aber keiner was. Ich komme von der Schause. Hallo, zurück zum Sovi-Stammtisch der halben Stunde für soziale Sachen, die besprochen werden von verschiedenen Personen und in dieser Besprechung, Sozial ja. im weberischen Sinne. Denn der kleine Mann da draußen, ich muss immer wieder darauf verweisen, dessen, wenn wir uns an Bourdieu halten wollen, dessen Sprachrohr wir sein sollen, dessen Anwalt, der kleine Mann versteht unter Sozial etwas anderes als Soziologen Ja, das. und Das mag auch schon als Georg Simmel. sein, aber Der kleine Mann, der uns zuhört. ich fühle mich nicht Die kleine Frau. als Anwalt von irgendwelchen kleinen Menschen. Und deswegen hinfort mit Weber und her mit Simmel. Ja. Und mit unserem Gast. Genau. Genau. Da kann ich mir doch jetzt als Gast auch gleich rausnehmen, das Thema ein bisschen zu bestimmen, weil der René hat mich ja zu dem Stammtisch eingeladen, dass ich eben als Neusoziologe oder Soziologieanfänger hier was lernen kann. So, ja? Ja, da hat er dir einen üblen Streich gespielt. Das habe ich schon gemerkt. Aber gut, also mich interessiert bei Georg Simmel die Geldkultur und dass man vor der Geldkultur, welche Kultur das auch immer war, eben anders gelebt, anders gedacht hat. Und dann gab es eben diesen kulturellen Wandel, wenn ich das richtig verstehe, zu einer Geldkultur. Und dann hat eben dieses Geld auch Einfluss auf das Denken, auf das Fühlen und auf das Leben der Menschen gehabt. Und das ist der Punkt, der mich bei Georg Simmel interessiert. Was war vor der Geldkultur? Wie haben die Menschen da gelebt und dann danach? Aber ich hoffe, dass das wird dann nicht zur, ich sage mal, Gewohnheit, dass wir dann hier zukünftig Fragen beantworten müssen. Ja. Ja. Ich Das sind wir gar nicht gewohnt. Okay. Ich finde es. Aber bevor ich Ja. darauf antworte und Thomas auch antwortet, Ich antworte nicht, ich kommentiere. ja, würde ich doch darauf hinweisen, anhand eines Beispiels mal einen Einblick darin zu geben, was Georg Simmel aus Sprache macht. Ja, bitteschön. Ja. Denn das zu lesen ist tatsächlich nicht so ohne. Aber welcher Soziologe ist schon ohne? Ja, man muss sagen, der kommt ja aus einem anderen Jahrhundert. Da hat man noch so. Ich habe mir mal einen Satz rausgesucht. Hat jetzt keine inhaltliche Relevanz. Ist aus dem Lebensstilartikel von ihm da, aber ich fand ihn halt so bezeichnend. Also, ich lese mal kurz vor. Ist nur ein Satz. Wo die Gleichheit die formalen Fundamente der Beziehungen zwischen Menschen ergreift, wird sie zum Mittel, ihre individuellen Ungleichheiten zum schärfsten und folgenreichsten Ausdruck zu bringen. Der Egoismus hat sich, indem er die Schranken der formalen Gleichheit einhält, mit inneren und äußeren Hindernissen abgefunden und besitzt nun gerade in der Allgemeingültigkeit jener Bestimmung eine Waffe, die, also eine Waffe, Komma, die, Komma, weil sie jedem dient, Komma, auch gegen jeden dient. So. So viel an alle Leute, die über Luhmann klagen, sei da gesagt. Ja, das musste sein. Dieser Satz hat mich nicht losgelassen. Was sagt denn der Systemtheoretiker? Wie verhält sich das denn zum Schwierigkeitsgrad von Luhmann? Das müsste ich jetzt geschrieben sehen. Okay. Es ist, also du bist ja auch Schreibberater Ich bin Schreibberater, ja. an der Hochschule. Ja. Und du sagst den Studis, also jetzt stell dir mal vor, da kommt ein Studi und sagt, er hat ein großes Vorbild, Georg Simmel. Wie kann er so schreiben wie er? Ja,
Also habe ich mir noch gar keine Vorstellung gemacht, aber ich dachte mir, würde ein Student zu mir reinkommen und mir seinen Textentwurf vorlegen und er hätte einfach Georg Simmel abgeschrieben. würde ich das Gefühl haben, diesem Menschen muss man sehr stark helfen. Aber ich glaube, früher musste man so reden, um ernst genommen zu werden oder schreiben. Ich Ja. will vielleicht eine, ich weiß nicht, soll ich mal eine kleine Anekdote erzählen aus Ja. ein Schwank aus meinem Leben? Ja. Hat gar nicht damit viel zu tun, eher mit diesem Christi, weil ich erinnere ich mich noch, dass ich einmal, es war noch zu meiner Schulzeit, eine Klausur geschrieben habe. Und ich hatte da in dieser Klausur auch einen Satz geschrieben, der zog sich ungefähr über eine halbe Seite. Und der Lehrer, der hat diesen Satz dann als falsch gekennzeichnet und dann bin ich nachher da hingegangen, weil ich der Meinung war, er war inhaltlich richtig und habe die Klausur dem vorgelegt, gesagt, ja, aber das ist so nicht und dann gesagt, nein, so kann man das nicht schreiben, bla bla bla. Und dann bin ich mit ihm den Satz einzeln durchgegangen und habe ihm gezeigt, dass dieser Satz grammatikalisch völlig korrekt war und genau auch diesen Inhalt drüber halt dargestellt hat, Ja. den ich aussagen wollte. Aber darauf hat er sich nicht eingelassen, Oh. seine Beschreibung dieses Satzes als falsch zurückzunehmen. Ja. Bist du auch so ein gebrandmarktes Schulkind wie ich? Ja, der Witz aber bei der Geschichte ist ja, stand ja bei meinem Satz gar nicht außer Frage, dass der von mir stand. Ich habe ihn ja in der Klausur geschrieben. Aber dass er richtig war, das behaupte ich jetzt so einfach. Könnte ja sein, dass der Lehrer recht hatte und ist tatsächlich inhaltlich falsch. Stimmt, du hast recht. Und wir haben es nicht gemerkt, du hast das einfach gesetzt. Ja, und da sind wir wieder bei Georg Simmel. Ist euch was aufgefallen bei der Lektüre, was heute nicht mehr gemacht wird, wenn ich mal so pädagogisierend daherkommen darf? Ich Dafür hasse solche Fragen, weil das, naja. ist meine Lektüre schon zu lange her, als dass ich noch so etwas in Erinnerung hätte. Also mir ist auch nichts aufgefallen. Erzähl. Also, ist auch typisch für Norbert Elias. Die zitieren, wenn sie zitieren, und schreiben keine Quellen richtig hin. Erstmal zitieren die total wenig und die Sachen, die sie so anführen, werden nicht mit anständigen Quellen, wenn überhaupt mit Quellen bezeichnet. Denn er bringt ja immer Beispiele aus Indianerstämmen und so und hat keine Quellen dazu. Es kann aber sein, dass damals das Wissen so gering war oder die Möglichkeit der Nachrecherche oder der Common Sense dessen, was als State of the Art gilt an Wissensstand, den man haben muss als gebildeter Mensch, dass man da gar keine Quellenverzeichnisse machte, sondern dass man das voraussetzen konnte, weil nicht so viel Wissen auf den Markt kam jeden Monat wie heute. Also ich bringe da jetzt auch noch mal was ein, und zwar, wenn ich jetzt Simmel, Veblen und Max Weber zusammenschmeiß, Ja. würde ich sagen, diese Rationalisierung, Objektivierung, die Simmel eben auch beschreibt, die mit der Geldkultur, mit dem Ende des Feudalismus gekommen ist, die sich breit gemacht hat, die hat eben dafür gesorgt, dass man auch also insgesamt mehr Rationalität, Objektivität haben möchte, auch beim wissenschaftlichen Arbeiten und dann mehr und mehr als Wissenschaftler erst gezwungen wurde, mit Quellenbelegen zu arbeiten. Früher haben die das ja dann eher per Autorität gemacht, per Prestige, per Ansehen und haben damit eine gewisse Macht gehabt. Und das schlägt sich, glaube ich, hier auch eben in dieser Art Text nieder. Das war noch vor rationaler Zeit. Also, Thomas, wir dürfen den nicht mehr einladen. Der steht uns total die soziologische Show. Okay. Also Also Bourdieu. klingt plausibel. Ja, also wir müssen uns ja auch selbstkritisch beleuchten als Soziologen. Ja. Ja. Ja, aber du hast ja gefragt, wie das mit der Geschichte war vor diesem Money Turn oder wie man es nennen wollte, Ja. vor diesem, ne? Und früher, also ganz wichtig bei Simmel, glaube ich, ist, Simmel kommt ja aus einer Zeit, wo die Ökonomen noch ganz stark das Sagen hatten. Damals noch die
Nationalökonomen, also im Prinzip Ja, die national. Nationalökonomen, was man heute wohl Politikwissenschaft nennen würde. Ja, weiß ich nicht, ob man das heute so nennen würde. Nicht Volkswirtschaftler? Nee, ich glaube, die Verbindung ist Ja. eher. Und die Nationalökonomen haben gesagt, Geld ist eine neutrale Sache. Geld ist ohne Einfluss auf die Wirtschaft und die Gesellschaft. Es ist ein neutrales Ding zwischen Handelswaren. So. Und dem hat sich Simmel gegengestellt und sagte, nein, Geld treibt ganz entscheidend die Wirtschaft und die Gesellschaft an und nimmt Einfluss auf die Art und Weise, wie wir Welt sehen. Und da vergleicht er ganz stark das Geld mit dem Intellekt. Das trägt Ja. für ihn eine ganz starke Beziehung in der Erklärung. Intellekt, sagt er, ist charakterlos und zweckfrei. Du kannst den Intellekt gebrauchen, um irgendetwas zu erreichen, aber der Intellekt für sich alleine muss erst durch einen Willen gesteuert werden. Für sich alleine hat er keinen. Und damit hat er auch keinen Charakter, weil er sich an alles wenden kann. Ihm ist alles gleich. Er kann die kleinen und die großen Sachen mit gleicher Präzision beschreiben. Und das Gleiche sieht er im Geld. Geld ist auch zweckfrei und charakterlos. Und mit dem Geld kommt ganz stark der Intellekt in die Welt. Aber dann müsste man dann doch noch mal gucken, wieso überhaupt der Intellekt sich ausbilden konnte durch das Geld. Soll ich oder soll ich nicht? Was sollst du? Ja, das Referieren, warum sich der Intellekt ausgebildet hat. Also bitte, bitte, weil das ist Ja. tatsächlich eine Sache, die mich gerade extrem, also die ich extrem spannend finde, weil ich hätte auf Dominiks Frage halt, was vor der Geldgesellschaft war, gar nicht so richtig eine Antwort gewusst, weil es ist schwierig. Ich meine, wir sind in einer Situation, die durch dieses, also die Geldwirtschaft ist halt ist die dominierende Gesellschaftsform und es ist schwierig außerhalb der, sag ich mal, des Rahmens, den diese Art zu handeln, also vielleicht in beiderlei Sinne, halt absteckt, ist gar nicht, also schwierig denkbar, wie die Wirklichkeit denn strukturiert wäre, wenn sie nicht so strukturiert wäre wie unsere Wirklichkeit. Ne? Ich meine, das ist ja, Ja. was die Ja, da haben wirklich. wir wieder den Bourdieu mit seiner symbolischen Deutungsmacht, Ja. die uns scheinbar hier die Wirtschaftswissenschaften aufdrücken und wir nur in diesen Kategorien von Wirtschaft denken können und denken, die Natürlichkeit des Marktes und so weiter. Ne? Und da können uns die Ethnologen vielleicht immer mal zur Hilfe. Ja, das glaube ich auch. Sich einfach Ja. mal probieren zu befreien und mal zu fragen, was machen die Menschen da, was uns eigentlich als selbstverständlich erscheint, aber eben immer unter dieser Illusion, die uns die Geldkultur, die Ökonomen aufdrängen. Ja, vielleicht, ich würde vielleicht das relativieren, Ja. dieses symbolische Macht, die von den Ökonomen ausgeübt wird. Ich glaube, dass diese Wirklichkeitsstruktur, also dieser Wirklichkeitsrahmen, in dem wir handeln, dass der nicht von den Ökonomen gesetzt wird, sondern dass dieser Ja. Wirklichkeitsrahmen die Ökonomen in die Position setzt, in der sie sich befinden. Ja, Na, okay. also, dass die, ja, das hat natürlich dann auch wieder Auswirkungen, dass sie dann aus dieser Position handeln, wie sie halt handeln, weil wenn sie anders handeln würden, wären sie ja keine Ökonomen. Ne, Ja. genauso, wenn wir halt, wenn wir sagen für uns, wir wären Soziologen und wenn wir jetzt die Sachen in mathematischen Formeln beschreiben würden, wären wir wahrscheinlich keine Soziologen. Ja, aber das halt so diese, also ich möchte nicht unbedingt, ich möchte nicht in dieses, in diese, in diese, in so Form auch nur andeuten, so von diesen Schattenkabinetten, die irgendwas steuern würden. Das Ja. finde ich immer ganz furchtbar, so diese. Keine Verschwörungstheorien. Ja. Okay. Also, Wenn man das so nennen möchte. vor der Geldwende, ja, sah der Simmel sozusagen Gemütsmenschen. Die waren deshalb Gemütsmenschen, weil du brauchtest damals den Intellekt jetzt nicht. Der unterscheidet sich nochmal. Also das hat jetzt nicht mit Intelligenz etwas zu tun, sondern Intellekt als quasi Kalkül, die Welt objektiv betrachten zu wollen und objektiv zu betrachten und eine gewisse Distanz dazu zu haben. Und die haben die Gemütsmenschen, die Urvölker damals nicht gehabt, die haben direkte Tauschbeziehungen gehabt und die haben sich ihre Kartoffeln geerntet und das Mittel der Ernte
waren die Muskelkraft, ne? Und dann haben die Kartoffeln gegessen oder das gejagte Vieh gegessen. Und das heißt, du hattest den Menschen, du hattest ein Mittel und ein Ziel. Und der hat sich das Mittel bedient, um das Ziel zu erreichen und hatte dann quasi den Genuss hintendran. Ja? Mann, Mittel, Frau. Ja? Mann, Blumen, Frau. So, da hat er mit den Blumen die Frau gekriegt. Das ging damals noch. So kurze Linien. So, und irgendwann wurde aber das Geld erfunden, erstmal so in kleinem Rahmen mit Münzen, also mit Muscheln und so weiter. Und dadurch konnte eine gewisse Arbeitsteilung entstehen, weil man nicht mehr direkt das Huhn gegen das Schaf getauscht hat und so, sondern man konnte dann abwägen und sagen, ich tausche erstmal mein Huhn gegen irgendwelche, gegen Eisen oder so. Nein, gegen Geld. Und mit dem Geld hole ich mir da meine Sachen zusammen. Das heißt, mit dem Geld kam ein neues Mittel rein in die Geschäftsbeziehung und es gab eine Arbeitsteilung. Und mit der Arbeitsteilung wurden die Ketten ja immer länger. Das heißt, es kam immer mehr Mittel in die Vernetzung und du musstest vom Menschen und den Mitteln zu seinem Ziel, gab es immer mehr Schritte, die dazwischen notwendig waren. Ne? Und so ist es ja, also könnt ihr meinem wirren Zeug noch folgen? Ja. Ja, ich glaube, das ist eigentlich ganz einfach. Die Konfigurationen wurden halt immer größer durch die Arbeitsteilung. Das ist ja bekannt, dass man da nicht mehr direkt an die Ware kam, sondern man musste die Einzelteile irgendwie bestellen, man musste kalkulieren. Weil das alle gemacht haben, hat man sich dann Zwischenhändler eingeschaltet und so weiter. Das heißt, dass der Endzweck aus dem Gesichtskreis deiner gewohnten Umgebung verschwand. Du hast gar nicht mehr gesehen, so wie du heute gar nicht mehr weißt, für was du in dem Betrieb deine Schräubchen da drehst, ja, was der Endzweck war. Früher, Simmel ist ja auch so ein Entfremdungstheoretiker, Ja. wie Marx auch. Er Ja. sagte, früher haben die Leute, hat so ein Schreiner einen Tisch gebaut und dann war seine Seele sozusagen die Bedeutung in dem Tisch drin. Er hat das von Anfang an gebaut. Und später kam halt mit dem Geld. Dann auch konnte er sich Zuarbeiter kaufen, konnte sich Einzelteile woanders kaufen und da ist er diesem Tisch entfremdet. Er war dann irgendwann nur noch der es zusammengeschraubt hat oder nur noch einen kleinen Teil als Arbeiter so eines Tisches hergestellt hat. Also die Figuration wurden immer weiter auseinandergedriftet und das Endziel, was du mit den Mitteln verfolgen möchtest, das hast du nur verfolgen können. Hast du nur noch erreicht, wenn du kalkuliert hast. Und da kam der Intellekt ins Spiel, weil du musstest zum Verstandesmenschen werden, um das überhaupt noch abschätzen zu können. Also was mich total verwirrt, ist, dass ihr so ruhig seid. Ja. Das macht mich, okay, jetzt höre ich, also, Ja. ja, wo war ich jetzt? Also ich glaube, mit dem Die neuen Figur, Duktus, den ich mir angewohnt habe, die ich habe Konfigurationen das. wurden immer komplexer, sodass man für die Erreichung seines Ziels immer Ja, mehr um das Kalkulationen mal. anstellen musste. So, mit einem Satz zu sagen, was ich jetzt, wo ich 10 Minuten unserer wertvollen Zeit verbraucht habe. So. Aber ein wichtiger Punkt dabei ist, dass, und das ist der wichtigste eigentlich mit, dass das Erreichen des Endzwecks, der ja mit einer gewissen psychologischen Selbstbelohnung, mit einem Freudegefühl oder mit einer gewissen Befriedigung einhergeht, dass du dieses Endziel, dass du dir es quasi abgewöhnst, das überhaupt noch erreichen zu wollen und dass das Mittel, um das zu erreichen, zum Selbstzweck wird. Und so wird das Geld zum Selbstzweck. Also eigentlich ist es ja dazu da, dass du was kaufst und damit dann deine Freude hast. Das Und ist das ist dann nicht mehr da. tatsächlich, das ist, finde ich, jetzt eine spannende Wende in diesem Ganzen, halt, dass das Geld, also weil das Geld in gewisser Weise konserviert alle Möglichkeiten, die es verwirklichen kann. Also jede Möglichkeit, die durch das ist kopräsent im Geld in dem Moment. Ich meine, es ist klar, letztendlich kann das Geld nur eine dieser Möglichkeiten verwirklichen. Also ich habe 10 Euro, dafür könnte ich mir halt verschiedene Dinge kaufen. Und solange ich dieses Geld halte, sind alle diese Möglichkeiten im Geld vorhanden. Erst wenn ich es ausgebe,
manifestiert sich denn quasi der eine Zweck in diesem Mittel drin. Und das kann schon dazu führen, dass so Geld, das ist so ein Fetisch darauf. Ja, aber ich will aber auf den Punkt mit der Lebensführung hin. Noch, wenn ich schaffe. Ja, okay. Tu das. Dann tu es bitte jetzt. Ja, ich überlege. Okay. Also, wir wurden also als Menschen durch das Geld immer intellektueller. Das ist ja schon mal, glaube ich, jetzt zum Ausdruck gekommen, oder? Ja. Weil wir sonst überhaupt nicht mehr die Ketten hätten verfolgen können. Genau, weiter. Und der Intellekt bringt es mit sich, dass wir objektiv an die Sache rangehen. Das ist einfach so. Und das Geld steht ja objektiv zu den Dingen. Alles wird bewertbar. Früher beim Naturaltausch, da gab es immer Abstriche. Das Huhn war nicht ganz so wertvoll wie das Schaf, dann hat man das so ab- oder aufgerundet. Ne? Aber mit dem Geld wurde alles präzisierbar. Ja. Und mit dieser Präzision kam die Objektivität. Der Witz ist, was du gerade sagtest, vielleicht auch dazu gut, weil das ist ja ich tausche einen, sagen wir mal, oder machen wir ein anderes Beispiel, du sagtest Huhn gegen Schaf, aber wir können ja auch sagen, ich tausche ein paar Stiefel gegen eine Kuh. So, ne? Da würde man ja sagen, ja klar, die Stiefel sind weniger wert als die Kuh. Ne? Bloß woher nehmen wir das? Solange wir nicht in dieser Kategorie des Geldes denken, haben wir da nicht, dass da irgendjemand übervorteilt wird, sondern der Handel ist eine Win-Win-Situation. Sondern was, ach so, meinst du? Weil wenn du diese Sachen allein von ihrem Gebrauchswert her denkst, dann hast du da, okay, da ist jetzt diese eine Person, die hat so viele Stiefel, dass sie diese nicht braucht, die haben keinen Nutzen mehr für sie. Also sie haben einen Nutzwert von null, weil ich kann den Zweck, für den die Stiefel da sind, überhaupt nicht verwirklichen, so, ob die jetzt da sind oder nicht, weil ich noch genug andere Stiefel habe. Und dieser andere, der hat eine große Herde von Kühen, die mehr sind, als die er gebrauchen kann. Dann hat diese Kuh auch einen Nutzwert für ihn von null. Wenn jetzt dieses Paar Stiefel gegen die Kuh getauscht wird, dann haben wir eine Win-Win-Situation, und zwar in dem Sinne, dass beide einen Gewinn machen aus der Situation, weil der Nutzwert eben nicht weil der Nutzwert, der wird in der konkreten Verbindung zu dem, der es nutzt, verwirklicht. Und diese Person hat keine Kuh, die andere keine Stiefel, also wird der Zweck dieser beiden Sachen tritt erst hervor, wenn dieser Tausch vollzogen ist. Also haben wir eine Win-Win-Situation, in der beide gewinnen. Durch die Rückschau von Georg Simmel, der es zwar ablehnt, aber dann doch durch die Brille des Geldmenschen guckt, sieht er, dass rückwirkend, nachdem das Geld schon um sich gegriffen hat, nicht eine Win-Win-Situation zustande kommt, weil aus seiner Perspektive der eine ja im Vergleich, wenn man es denn durch Geld aufgewogen hätte, Abstriche macht. Was aber damals gar nicht der Fall war, weil es das Geld ja noch gar nicht gab. Das heißt, er beschreibt das ja wirklich irgendwo in diesem Artikel, dass man da hier und da abrundet. Wenn du suchst, Thomas, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, meinst du also die Zeit vor dieser Geldkultur, als noch Güter untereinander getauscht worden sind, hatte jeder der Tauschende immer sofort einen Nutzen, ja? Genau. Das meinst du, genau. Und das ist ja mit der Geldkultur dann verloren gegangen, weil das in der Regel so ist, dass ja erstmal nur einer einen Nutzen hat, der andere hat das Geld, ja? Genau, diesen Punkt meinst du. Ah ja. Genau, wenn jetzt der Geldmaßstab da zu bewerten, wenn wir die auf einmal gegeneinander aufwiegbar, ne, dann ist halt, weil der Geld bezieht sich eben nicht auf den Nutzen, sondern auf den Tauschwert, und der ist nun mal was anderes. Ja. Und mir fällt gerade auf, dass wir damit das alles, was ich da gesagt habe, schon irgendwie so in Richtung marxistische Theorie geht. ist das jetzt nur Zufall, weil ich bei Marx ein bisschen mehr gelesen habe als bei Simmel, also auch nicht viel, dass ich da irgendwie mir eine Expertise von mir behaupten könnte, aber ist das jetzt nur, sag ich mal, so ein persönlicher Lesrichtung, die ich dadurch reinbringe, oder gibt es tatsächlich so diese
diese Verbindung? Oder kann man diese Verbindung sehen zwischen Marx und Simmel, dass die sich irgendwie ähnlich sind? Also Simmel macht keine Kapitalismuskritik in dem Sinn. Ja, nee, aber von der wie er Sachen, also wie er die Dinge beschreibt. Na, ich meine, bei Marx gibt es ja auch halt so dieses, dass vorkapitalistische Gesellschaften eben halt nicht nach dem, dem Geldtauschsystem handeln und so weiter. Also dass auch die Gesellschaft dann halt durch das kapitalistische System gerade dadurch ausgezeichnet wird, dass die Ware in zwei Werte zerfällt, in ihren Tauschwert und ihren Nutzwert, und der dann halt das Wirtschaften und damit dann auch die Gesellschaft strukturiert und so weiter. Das erinnert ja schon irgendwie daran. Ja. Aber er bezieht sich nicht wirklich auf Marx. Es erinnert ja, wie vorhin mit der Entfremdung, es gibt ja schon Parallelen, aber er dröselt das, also er referiert ihn nicht und er zitiert ihn auch nicht. Oder er bezieht sich nicht wirklich auf Marx, aber er muss ihn ja gekannt haben. Nee, ich will ja auch gar nicht, ich wollte nicht darauf hinaus, ob er jetzt Marx fortsetzt oder wie auch immer, sondern ob es da tatsächlich einfach in der Theorie einfach, dass die beiden Theorien ähnlich arbeiten oder erkennbare Parallelen aufweisen, weil das wäre interessant. Vielleicht ist es einfach so, dass es eine Wahrheit gibt und wenn sich verschiedene Leute dem annähern, dann muss auch das Ähnliche rauskommen. Und wenn sich, wie in der Physik, müssten ja verschiedene Physiker auch dieselben Ergebnisse haben. Wenn jeder Theoretiker in der Soziologie zu anderen Ergebnissen der Betrachtung der Geldwelt kommt, dann wäre das ziemlich nutzlos. Aber ich würde Thomas schon zustimmen. Also ich erkenne da eben auch Parallelen. Und zwar, das eine ist diese historische Betrachtung, wie etwas über Epochen wird. So, diese Idee. Die hat man ja bei Sozialstrukturtheorien, also bei neueren Sozialstrukturtheoretikern der 80er Jahre oder sowas, deutlich weniger, außer dass sie sich vielleicht dann eben auf entsprechende theoretische Klassiker beziehen. Und da ist eben zum Beispiel eine Parallele und da sind auch in der Argumentation diese Entfremdung, also das kann ich schon gut nachvollziehen auch. Da war ein leises Gong im Hintergrund, das davon kündet, dass wir im Prinzip jetzt erstmal eine mögliche Verbindung von Marx und Simmel so im Raum stehen lassen und uns vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zusammensetzen und vielleicht ein wenig weiter über Simmel und wozu noch zu welchen Themen und welchen anderen Autoren weiter Brücken geschlagen werden können. Wir hatten uns mal zum Ziel gesetzt, hier, glaube ich, über Lebensstile zu sprechen. Das haben wir nicht, wenn ich das mal so sagen darf. Und naja, vielleicht ein andermal. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss.